So, herzlich willkommen bei der HKC Management. Mein Name ist Philipp Hopf. Sie haben es womöglich schon mitbekommen, sonst hören Sie es jetzt heute aus meinem Munde. Australien wird auch für europäische Kunden Mitte nächsten Jahres die Margen beim CFD-Handel anheben auf ein europäisches Niveau. Ja, das klingt wahrscheinlich erstmal nach einer Schreckensnachricht. Sie sehen, ich sitze aber ganz tiefenentspannt hier. Das ist so, weil wir seit ungefähr 1,5 Jahren diese Situation antizipieren, gewusst haben, irgendwann könnte mal etwas kommen. Wir haben uns seit langem darauf vorbereitet. Es gibt ein Webinar, das müsste eines der ersten sein, die wir aufgenommen haben, auf YouTube. Darüber haben wir bereits gesprochen, dass wenn diese Situation eintrifft, dann gibt es da eine Lösung. Diese Lösung ist theoretisch morgen umsetzbar, wenn Sie wollen. Wir haben aber noch 1,5 Jahr, bevor überhaupt die Margenanhebung in Australien auf das Level europäischer Broker angehoben wird. Bis dahin bleibt alles beim Gleichen. Wir werden bis dahin ganz normal dort weiterhandeln und sagen wir mal in 5,5 Monaten oder in 5 Monaten, dann werde ich einen Anruf machen, sagen, Freunde, setzt mir meine neue Lösung um. Dann ist es innerhalb von 2 bis 3 Tagen gemacht. Sie kriegen ein neues Konto, die liquiden Mittel werden transferiert, Konto A nach Konto B intern, und die Sache ist erledigt. Und ab dem Moment werden Sie von einer europäischen oder von einer australischen Behörde, die irgendwie sagt, wir schreiben Ihnen vor, was Sie zu tun und zu lassen haben, nichts mehr hören. Warum ist das so? Wir hatten es damals schon angesprochen. Ich kann jetzt nicht ganz stark ins Detail gehen, weil ich hier in einem offiziellen Video auch nicht werben möchte, wie die erhöhten Margen in Zukunft selbstverständlich auf legale Art und Weise umgangen werden, beziehungsweise nicht akzeptiert werden müssen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das hat etwas mit der JP Morgan Bank zu tun in New York. JP Morgan, größte Investmentbank unseres Planeten, sitzt auch in der Hierarchie der Banken an alleroberster Stelle. Das heißt, wenn die so etwas anbieten, dann wird keine Regulierungsbehörde weltweit in irgendeiner Weise denen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, erst recht nicht in den Vereinigten Staaten. Ja. Weil da stehen die Europäer und da stehen wir einfach von der Hierarchie viel weiter unten. Die Europäer konnten zwar auf die Australier jetzt Druck ausüben, dass die nach Jahren mal die Marge auf gleiches europäisches Level anheben. Jedoch wird es mit den Amerikanern einfach nie funktionieren, denn da werden von oben die Befehle gegeben und nicht von unten nach oben. Machen Sie sich insofern gar keine Sorgen. Ich lese hier einfach mal kurz vor. Wir blenden jetzt mal die offizielle Meldung ein. Wir fangen hier an in der gehighlighteten Schrift. The changes won't take effect until 29th of March 2021 and your current account will remain unaffected until then. Was bedeutet das? Die Veränderungen werden bis zum 29. März 2021 nicht in Effekt treten und an Ihrem Konto wird sich gar nichts ändern bis dahin. Ja, gehen wir mal hier noch zum Bereich New Margin Rates. Im Endeffekt exakt das Gleiche, was Sie egal bei welchem deutschen Broker dann vorfinden. 30:1 für Major Currency Pairs. Margenanhebung um das Zehnfache bei Forex, Margenanhebung um das Zehnfache bei Gold und Major Stock Market Indexes. 20:1 bedeutet, anstatt einer 0,5% Marge bei Indizes haben Sie eine 5% Marge, also mal 10. Edelmetalle anstatt 1% haben Sie 10%, genauso WTI und Brent, also Rohstoffe, Natgas und hier natürlich, was man noch sehen kann, hier sehen wir 2:1 Kryptoassets und 5:1 Shares or Other Assets, das heißt 50% Marge bei Bitcoin und Ethereum sowie sämtlichen weiteren Kryptowährungen, als auch eine 20% Marge bei Aktien. Bisher waren es 20% bei Kryptos und 5% bei Aktien, also auch da massiv hochgesetzt worden. Wie gesagt, no worries,
Sie dürfen sich gerne einfach bei uns melden, schreiben Sie uns an, einfach mit dem Stichwort Margenanhebung oder neue Lösung. Ja, wie auch immer, schreiben Sie mir einen Satz rein, dass Sie hier das Webinar gesehen haben, und dann können wir Ihnen das gerne alles weiterleiten. Ich kann es jetzt halt bloß hier nicht alles ausplaudern in einem Webinar. Dann können Sie sich intern innerhalb kürzester Zeit, die Sache ist kostenlos, vielleicht mal dazu, ist kostenlos. Es ist eine sehr sichere Geschichte, noch sicherer als die aktuelle Lösung. Ich meine es auch, es ist eine bessere Lösung als die aktuelle. Sie sind gerade in Zeiten von schweren Verwerfungen am Finanzmarkt dann bei der größten Bank unseres Planeten. Ich meine, das kann nicht schaden, denn wenn wir hier von systemrelevant reden, dann sprechen wir davon, dass wenn hier um uns herum so ziemlich alle Türme fallen, gehen wir mal davon aus, dieser Elfenbeinturm, der fällt nicht. Ja. Und dann wird das zu sehr guten Bedingungen einfach weitergeführt werden können. Sie werden auch in Zukunft die günstigen Margen haben. Sie werden in Zukunft exakt so weiterhandeln, wie Sie es bisher getan haben. Und die Sache ist, innerhalb von 2 bis 3 Tagen ist das Konto geöffnet. Sie können intern transferieren und das war's. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, für uns geht es exakt so weiter. Wir haben gestern wieder eine Position gesetzt. Wir werden das die nächsten 5 Monate exakt so weitermachen. Und wenn es dann irgendwann mal in die Richtung geht, das ist auch für bestehende Positionen, werden die Margen dann nicht hochgesetzt, auch dass das klar ist. Wenn Sie im Markt drin sind, wenn das passiert, dann sind Sie drin zu den alten Bedingungen, nicht zu den neuen Bedingungen. Es wird dann einfach in 6 Monaten bei neuen Positionen die Marge angehoben. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, grundsätzlich gerade in diesem Fall, schreiben Sie uns bitte an unter info@hkcmanagement.de. Das ist in dem Fall wichtig, anstatt dass Sie uns einfach einen YouTube-Kommentar da lassen, weil auf YouTube kann ich Ihnen nicht Informationen durchschicken. Wiederum per E-Mail ist es kein Problem. Sie können uns dann auch gerne anrufen, wie Ihnen das lieber ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, wenn wir Ihnen hier eine Unterstützung und Hilfe sein können, lassen Sie uns gerne ein Like da, das würde mich freuen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach melden. Wir hören uns nächste Woche. Danke sehr.